Eine Blütezeit erlebte Byzanz unter der makedonischen Dynastie von 867 bis 1071. Diese Periode ist geprägt von einer starken Ausstrahlung Konstantinopels, obwohl die Konflikte die alten waren. Noch einmal wird Byzanz zu einer Mittelmeermacht und kann in Europa mitbestimmen. Wie der Kaiser strebte auch die Orthodoxie die Hegemonie an. Mit dem neuen Hellenismus kam sie zur neuen Blüte. Erster Makedonier auf dem Kaiserthron war Basileios I. Er war ein thrakischer Bauernsohn mit armenischen Vorfahren. Vordringlich war auch für die makedonische Dynastie der Kampf gegen die Araber. Nun wurde dieser aber auch im Westen, in Unteritalien, geführt. Zugleich griff auch der Kaiser Ludwig II. In Italien ein. 871 eroberte er Bari. Daraufhin kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen den Kaisern, in der auch die Titulatur thematisiert wurde. Nach dem Tod Ludwigs wurde Bari byzantinisch und stellte so für 2 Jahrhunderte das Zentrum der byzantinischen Kultur in Italien dar. Sogar eine Zuwanderung durch griechische Siedler geschah. 878 wird Syrakus arabisch, was in Konstantinopel für großes Aufsehen sorgte. Das führte zu einem flotten Bauprogramm. Siege folgten. Byzanz wurde wieder zur bedeutendsten Macht in Italien. An ihr orientierten sich die italienischen Fürstentümer, auch der Papst. Sogar die noch verbliebenen Langobarden in Süditalien baten um byzantinische Schirmherrschaft. Gerade am Beginn des 10. Jahrhunderts, als es keinen Kaiser im Westen gab, war Byzanz überaus aktiv in Italien und verschwägerte sich auch mit den Herrscherhäusern Europas. Der wohl faszinierendste Herrscher dieser Epoche war Konstantin VII. Porphyrogenitos. Dieser Beiname kommt in Byzanz traditionell jenen Söhnen und Töchtern zu, deren Vater bei der Geburt bereits Kaiser war und bei denen die Geburt in der Porphyra, einer Kammer im großen Palast in Konstantinopel, erfolgte. Konstantin VII. Lebte von 905 bis 959. Er wurde 913 bereits Kaiser, regierte allerdings nicht selbst bzw. allein. Konstantin VII. War lange von der Herrschaft ausgeschlossen. Er wandte sich daher dem Studium zu. Er war als Regent unbedeutend, hinterließ allerdings ein breites Œuvre von Werken, die im Westen lateinische Titel erhielten. Am bedeutendsten davon ist De Administrando Imperio. Das Werk war als Handbuch für seinen Sohn Romanus gedacht, der 945 zum Mitkaiser wurde. De Administrando Imperio ist ein historisch-geografischer Traktat über die Provinzen des Reiches, genauso wie über fremde Völker und Länder. Besonders bekannt sind Stellen, wo er erklärt, wie diese Länder gegeneinander ausgespielt werden können. Immer wieder exzerpiert Konstantin VII. In seinen Werken ältere Literatur. Das ganze Frühmittelalter hindurch ist Byzanz mit dem gleichen Problem konfrontiert: Bedrängnis von außen. In allen Gebieten des Reiches gab es ein ständiges Ringen um Territorien, wobei das Kriegsglück überaus wechselhaft war. Hier bedeutet auch das Auftreten des Islams keine große Veränderung, denn vorher kämpfte man gegen die Perser. Im Inneren stehen Fragen des rechten Glaubens, der Orthodoxie und der Reichsreform auf der Tagesordnung. Byzanz konnte aber vor allem als geistige Großmacht seine Stellung behaupten und sein Wissen in politischen Situationen einsetzen.